Willkommen zurück zu einer weiteren Folge bei Familie Winter. Ja, das ist die erste Folge nach dem Infovideo. Da habe ich dir ja erklärt, wie es mit Familie Winter weitergeht. Falls du das nicht gesehen haben solltest, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du es schauen würdest. Da habe ich einiges ausgeholt zu Familie Winter, habe noch ein bisschen was in der Vergangenheit aufgewühlt und habe mich dann dazu entschlossen, ja, nur noch drei Haushalte zu spielen. Die Familie Winter kennen und das Video gesehen haben, das Infovideo, wissen das jetzt, dass das die drei Haushalte sind, die ich in dem Video gesagt habe. Ich sage es jetzt nicht extra, dass dann diejenigen vielleicht nochmal zurückspringen und es sich anschauen. Musst du natürlich nicht. Du wirst es natürlich nach den nächsten zwei weiteren Folgen wissen, welche Haushalte es sind. Und ja, die Kira ist fertig mit dem letzten Semester. Die hat gerade ihre Endnote bekommen und hat im öffentliche Kunst und Privatleben eine 1+, Fotografie mit Filmen und Entwicklungen von Filmen 2+, rot oder nicht, Farbtheorie für Fortgeschritten 1+, das Semester ist um, Semesternotendurchschnitt 1, Notendurchschnitt 1, jammern! Sie hat's fertig, genau, der Preston ist gerade dabei, seine Abschlussarbeit zu schreiben, die Kira ist gerade dabei, einen Song weiter zu komponieren. Morgen ist die Abschlusszeremonie. Eine aufregende Zeit liegt hinter Kira und morgen findet ihre Abschlusszeremonie statt. Es wird Zeit zu feiern. Nice, mega cool. Unsere Kira hat's geschafft und ist fertig mit dem Studium. Ich kann's ja kaum glauben. Süße, du hast das Studium geschafft. Du hast es echt geschafft. Dieser Sim hat seinen Abschluss gemacht. Es gibt keinen Semester mehr, für die er sich einschreiben kann. Kira, du hast es geschafft. Du hast deinen Abschluss gemacht. Abschluss und in bildende Künste gemacht. Sandra, Minimi, die Kira hat es geschafft. Dein kleines Paten. Kind hat es geschafft. Sie hat die Uni geschafft. Oh, ich bin gerade richtig stolz. Morgen ist die Abschlussfeier am Donnerstag. Ich würde sagen, wir feiern diesen Abend mit einem romantischen Date, vielleicht zu viert, mit Preston, Kira, Gabby und mit Stephanie. Aber der Preston wird erstmal seine Arbeit fertig schreiben, wird sie dann noch fratzi-fatzi überarbeiten, dass wir sie einreichen können. Dann gucken wir, dass wir vielleicht so gegen 20 Uhr essen gehen. Die Kira darf hier so lange noch ein bisschen uns in die Ohren dudeln von der Seite. Preston hat sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann bitte hier Abschlussarbeit bearbeiten. Genau, die Qualität ist schlecht. Abschreiben wollen wir sie nicht. Heißt ratzifatzi überarbeiten. Genau. Nein, wie cool. Die Kira hat's geschafft. Was hast du hier? Mit Stephanie verloben. Och, wie süß. Och Gott, wie goldig. Ja, ich hab... So, schaut mal. Ich habe das jetzt gemacht, bevor ich es wieder vergesse. Ja, das ist doch viel besser. Jetzt können die hier hoch und runter laufen, so wie sie wollen. Wir können hier normal Party feiern. Hier ein bisschen die Clubparty. Hier können wir Fitness machen. Ja, das ist viel, viel besser. Ja, frage mich, wieso ich da eine Leiter hingemacht hat. Okay, Kira, du wolltest eigentlich dein Lied weiter trällern. Wie weit ist der Preston? Wie weit ist der Balken? Ja, du kannst noch bitte dein Lied so weit weiter komponieren, dass wir das endlich einreichen können. Genau, und was wir dann angehen, wenn der Preston dann fertig ist mit dem Abschluss. Ich wollte es eigentlich mal an dem Wochenende machen zwischen den Kursen, aber das ist mir dann zu stressig. Dann gehen wir mit Gabby in Urlaub. Vielleicht nehmen wir die Kira und die Stephanie mit nach Granite Falls und dann machen wir dem Preston sein Bestreben fertig. Er muss ja nämlich die Sammlung noch abschließen. Genau, er muss alle von Outdoor leben. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10. Genau. 10 von diesen Blumen, Früchten, was auch immer das alles ist, muss er noch rausfinden. Das hat sich scheint jetzt alles ins Nirvana verabschiedet, aber das ist nicht schlimm. Das hat das letzte Mal echt gut geklappt mit dem Entdecken. Und er wird jetzt gleich, okay, es wird ein bisschen später, aber er wird jetzt jede Sekunde die Abschlussarbeit dann einreichen und dann gehen wir diesen wunderschönen Abend schön feiern und ich freue mich schon sehr und der Preston hat dann, die Präsentation hat er schon gehalten und wird jetzt die Universitätsarbeit, Abschlussarbeit, die jetzt hervorragend ist, einreichen. Er hat auch einen 1er-Durchschnitt. Genau, hier müssen wir eine Abschlussprüfung machen, die Hausaufgaben bis auf 4 hat er fertig. So, Kira, du darfst die hinstellen und einpacken.
Zack, einmal das. Das soll ja schön gefeiert werden. Du ziehst dich auch bitte einmal ganz schick an. Hier kannst du dein Kleid anziehen. Und dann gehen wir auf ein romantisches Date. Da sind so unsere Cuties richtig aufgeregt, weil wir jetzt auf ein Date gehen. Der Preston wird jetzt mal hingehen und um einen Tisch bitten. Haben sich alle fein rausgeputzt. Wir sind bisher noch alleine. Mal gucken, wie lange das so sein wird. Ich hoffe, wir bekommen... Ah nee, stopp. Frag nicht nach einem Tisch. Wir suchen uns selbst einen Tisch, den wir uns aussuchen. Genau, und zwar, ja, guck mal, haben wir hier doch schön draußen Tische? Oder haben wir oben Tische? Nee, da ist rein deutsch das Apartment, dann von den Besitzern. Ich würde sagen, wir gehen raus, oder? Um Tisch bitten. Wir hätten gern diesen Tisch, keinen anderen. Den bitte. So, Kira. Du kannst mal zu deiner Süßen gehen und sagen, hey Stephanie, wie geht's dir denn so? Zuwendung, wohltuende Umarmung und sagen, hey, ich habe meinen Abschluss geschafft, ich habe morgen meine Abschlussfeier. Und Stephanie freut sich natürlich für sie, dass sie das geschafft hat, dass sie ihr Studium abgeschlossen hat. Och, wie süß. Bist du traurig? Nö, oder? Hallo Gabby. Wieso ist deine Stimme so tief? Wird sie daraufhin mal leidenschaftlich küssen und sagen, hey, Süße, das freut mich voll, dass du deinen Abschluss in der Tasche hast. Und ich bin so froh, dass wir zueinander gefunden haben. Und ich hoffe, dass der Preston... Hör mal kurz auf mit deiner Schatzilein zu quatschen. Wir hätten jetzt gerne den Tisch, sonst sitzen wir hier um 1 Uhr nachts noch rum. Was macht ihr? Ihr wollt jetzt ein Wuhu machen. Jetzt. Jetzt in diesem Moment, wo dein Bruder nach einem Tisch fragt. Ja, dann nimmt den Stuhl, wenn es unbedingt sein muss. Nein, die beiden machen jetzt tatsächlich ein Wuhu. Wo geht ihr jetzt hin? Wo macht ihr das jetzt? Okay, der Preston wartet immer noch drauf, dass sie... Okay, die beiden machen jetzt ein Wuhu. Wie krass, vor lauter Aufregung. Wie krass. Hallo Tina, wie geht's dir? Und war's schön? Oh mein Gott, wie siehst denn du aus? Oh mein Gott, okay, hier. Hände waschen, Zähne putzen, Hände waschen. Schnell, damit deine Hygiene ein bisschen besser wird. Sag, hi, ich stehe jetzt schon seit über 2 Stunden hier. Haben Sie einen Tisch für mich? Oh, die ist ja nicht sehr freundlich zu uns. Warum ist sie so komisch zu uns? Wartet mal. Bedürfnisse cheaten, glücklich machen. Wenn man sie mal glücklich, vielleicht ist sie dann besser drauf. Okay, die... Oh, wo bringt sie uns hin? Ja, wir haben unseren Tisch gekriegt, den ich wollte. Endlich. Okay, Kira, komm. Und was gibt's? Oh, das sind ja voll die extravaganten Speisen, die wir hier haben. Das sieht ja interessant aus. Ob es schmeckt, ist was anderes. Probier mal, sie ist ja vegetarisch und ich würde sagen, die Stephanie probiert das auch. Da müssen wir nicht hier so viel rumwuseln. 214 Simoleons. Ei, ihr wollt mich doch verarschen. Oh, wie süß. Oh, wie süß. Schön. War das schön? Ja, ne? Oh, süß. Süß, 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 süß. Ja, und der Preston und die Gabby, die verbindet ja trotzdem einiges. Die Gabby war ich ja schon sehr, sehr lange in ihn verliebt. Kira, wo gehst denn du hin? Ihr geht schon wieder techteln. Ei, ist das süß. Nee, das ist doch ein schöner Abend, oder? Die beiden sind techteln. Seid ihr schon fertig? Nee. Wo geht ihr jetzt techteln? Wo geht ihr techteln? Das Schöne ist, bei denen brauche ich mir keine Gedanken zu machen, dass die schwanger wird. Weil die können sich ja nicht gegenseitig... jetzt habt ihr es abgebrochen, weil es Essen schon gibt, oder was? Ja, dann musst du dich hinsetzen. Okay, die süße Maus ist hier, hier. Okay, sie sind alle am Essen. Setzt euch hin. Los. Und schmeckt's? Wie sieht denn das aus? Okay, der Gabby schmeckt's schon mal nicht. Aber die Qualität ist normal, also es liegt nicht am Essen. Und? Die Gabby so,
Was esse ich da? Und Preston schmeckt es, glaube ich, auch nicht, oder? Nee, doch, jetzt schmeckt's ihr. Hier, jemand hat sein Glas abgestellt. Macht das bitte mal leer. Trinkt mal eure Getränke. Lasst es euch mir jetzt, statt dass sie sich hinsetzen. Nein, jetzt stehen sie alle rum. Naja, egal, dann kriegen wir vielleicht noch ein Gruppenfoto hin. Gabby? Ja, stopp, so kann ich ein Foto machen. Das heißt, steht jetzt zwar ein bisschen ineinander alle, aber das ist egal. So, jetzt habe ich mal den richtigen Preset wieder ausgewählt, der eigentlich hier für das Let's Play ist. Ich war die ganze Zeit auf dem von Familie Thompson, egal. Aber es schmeckt ihnen scheint, der Drink, ja. Bei der Gabby bin ich mir noch nicht sicher, ob ihr das wirklich schmeckt, diese Bambusrolle. Und dann könnt ihr nochmal einen Anschluss bisschen flirten, hier Zuwendung, Zuneigung ausdrücken, Sachen Gabby, ich liebe dich. Sagen, und das wird die Kira auch zu ihr sagen, zu Stephanie. Machen wir mal hier Zuwendung, ich liebe dich. Und dann gucken wir mal, was die beiden dazu sagen. Hat's geschmeckt? Ja. Stephanie, hier ist dein Alkohol noch, ne? Ich hoffe, du bist nicht zu sehr betrunken. Schuldgefühl, weil gegenüber jemanden in der Nähe... Wieso? Für wen hast du Schuldgefühle? Jetzt haben sie ja beide das Moodlet negativ. Zusammenziehen? Nein, danke. Nicht nah genug. Und wieso ist sie eher reizlos? Hä? Muss ich das verstehen? Ich liebe dich, sagt sie. Und sie sagt, ich liebe dich auch. Also die beiden sind alle voll verknallt. Och, voll auf Wolke 7. Wisst ihr, was wir jetzt machen? So ganz spontan, der Preston wird jetzt die Gabby fragen, ob sie einziehen möchte. Wir versuchen das jetzt. Er sagt hier, du bist die Liebe meines Lebens. Ich liebe dich über alles. Ohne dich kann ich mir keine Zukunft mehr stellen. Er wird ihr die ewige Liebe nochmal erklären und wird sie dann fragen, über das Zusammenleben sprechen. Das versuchen wir jetzt mal. Mal gucken, ob dann automatisch eine Abfrage kommt, ob wir ja, zusammenziehen können. Sie schnuppern alle wie verrückt an ihrem Essen. Also es scheint dann doch zu schmecken. Und dann gucken wir mal. Und wir können hier nochmal ein bisschen romantisch interagieren, persönliche Gedanken austauschen. Mal gucken, ob die Stephanie von sich auch so ein bisschen was aktiv macht. Ob sie vielleicht von sich aus sagt, hey Kira, ich würde auch gerne mal mit dir in Urlaub fahren. Hättest du da Lust, jetzt wo du mit deiner Uni fertig bist? Was macht sie eigentlich beruflich, die Stephanie? Ah, sie ist arbeitslos, okay. Und? Was sagt die Gabby zum Zusammenleben? Sag mal an. Hier, du musst sie mal kennenlernen. Du kennst ihre ganzen Merkmale übrigens noch überhaupt nicht. Das geht ja eigentlich so gar nicht. Jetzt mal deine Muskeln spielen lassen. Und ihr zwei könnt hier noch mal ein bisschen einen Slowdance machen, zusammen tanzen, den Abend genießen. Immerhin hast du deinen Abschluss geschafft, Kira. Ich kann es immer noch nicht fassen. Ja, vor allem könnt ihr euch mal ordentlich hinstellen, also mal über Zukunftspläne quatschen. Vielleicht kannst du ihr ja so ein bisschen was entlocken. Und dann wirst du ihr ein Herzkettchen schenken. Was habt ihr jetzt gemacht da mit dem Skizzieren? Guck mal, wie süß. Die sind zwar hier voll, ja, auf verschiedenen Ebenen. Er schenkt ihr was. Und? Was sagt sie dazu? Okay, die beiden, ja, haben jetzt, Techtelmechtel. Ei, caramba. Gut, bei euch müssen wir aber aufpassen, dass ihr verhütet. Dass ihr ja hier nicht ein Baby in die Welt setzt. Und dann gucken wir, dass wir endlich das mal in die Gänge kriegen. So, hier bitte Kondom benutzen. Und dann würde ich sagen, viel Spaß. Und wir gucken euch zwei zu. Oh Gott, jetzt hält die Kira die Stephanie in den Arm. Wie süß. Aber den beiden, oh Gott, wieso ist sie denn jetzt so traurig? Schuldgefühl, weil irgendjemand gegenüber jemand in der Nähe ist. Wenn Kira das sieht, fühlt sie sich immer noch schlecht, weil sie daran denken muss, wie schlecht er sie behandelt. Was? Wer hat dich denn schlecht behandelt? Hä? Hab ich irgendwas verpasst? Eigentlich nicht. Und Sisi Kira, wann wollen wir denn dann in Urlaub fahren? Hast du schon was vor die nächste Zeit? Okay, die beiden sind noch am Werkeln. Die lassen wir mal ihre Leidenschaft ausleben.
Es ist Gruselfest. Ja, cool. Vielleicht feiern wir das. Wir haben hier auf jeden Fall Nacht in der Stadt. Und wenn die fertig sind. Jerry, was. Hallo? Was soll das? Kann ich das mal erfahren? Oh, ich drehe noch am Radball. Kannst du nicht mit deiner Omi essen gehen? Musst du mit irgendeiner wildfremden Frau essen gehen? Könnt ihr ein Foto zusammen machen? Komm, hier. Aber wir machen das noch. Versprochen. Das, was wir mir jetzt gerade in den Kopf gesetzt haben, das machen wir noch. Vielleicht fragen wir die Gabby, ob sie einziehen möchte bei uns. Seid ihr fertig? Nee, immer noch nicht. Und, komm hier, ihr könnt euch noch mal ein bisschen unterhalten. Komplimente. Interessen hier von Vegetarismus schwärmen. Sag hier, ich ernähre mich komplett fleischlos. Wie sieht es denn da bei dir aus? Kannst du mal hier über Konzertgedöns quatschen und kannst du mal hier ein albernes Verhalten an den Tag legen? Pärchen ab, oder? Schau doch mal, wie süß. Oder? Wie sie gemacht hat, wie süß. Goldig, goldig, goldig. Okay, jetzt sind sie fertig. Okay. Mit Gabby plaudern. Und? War's schön? Hat sich was gemacht? Okay. So, jetzt wollen wir aber bitte den Plan in die Tat umsetzen. Bitten, sich dem Haushalt anzuschließen. Wir fragen die Gabby jetzt, ob sie bei uns einziehen möchte. Sag hier, ich bin im letzten Semester, habe nur noch 5 Tage vor mir und davon sind es, wir wollen zusammenziehen. Und zwar die Gabby zu unseren Mäusen. Das Geld lassen wir bei der Stephanie. Wir wollen ja nicht betrügen. Und jetzt ist die Gabby bei uns eingezogen. Ich freue mich so. Ei, wie cool hier flirten. Sag, ich liebe dein Lächeln. Und wir haben nicht viel Unitage mehr. Wir haben jetzt Donnerstag. In 4 Stunden ist ein Kurs und in 7 Stunden. Und dann ist dem Preston sein Kurs fast auch schon fertig. Hallo Naomi, bist du deinen Mann endlich bestalken? Der war mit einer anderen Frau leider hier und hat irgendwas gegessen. Du musst zu ihm gehen. Und sagen, das geht so nicht. Welcher Mod auch immer das ist. Oder vom Spiel. Das geht so nicht. Ihr könnt nicht wildfremd. Ah nee, jetzt ist er weg. Nee, hier ist er jetzt. Da ist der Jerry. Okay. Die beiden sind jetzt zusammengezogen mit der Kira. Und oh, sie freut sich. Moment, da müssen wir jetzt mal reingucken. Hier, Gabby, öffnen. Okay, der Gabby müssen wir dann auch noch einen Job zuweisen. Müssen wir dann mal gucken, was wir ihr zuweisen. Okay, wir haben beste Freunde, feste Freunde, ein Dach, eine Familie. Wie süß. Die Gabby können wir ja jetzt hier aktiv spielen. Die wird den Preston jetzt auch mal hier so ein bisschen umwerben, die Zuneigung ausdrücken und Zukunftspläne erstellen. Sagen hier, Preston, ich finde es total schön, dass wir jetzt zusammengezogen sind. Kannst mal die Händchen halten und eine leidenschaftliche Berührung machen. Und er sagt, ich freue mich auch sehr, dass das jetzt so geklappt hat und ich hoffe, dass das klappt alles, so wie wir uns das vorstellen, unser Zusammenleben. Aber ich denke schon, dass das klappen würde. Und ihr? Aber bei ihnen wäre es noch viel zu früh, bin ich der Meinung. Also das kann ich jetzt noch nicht machen. Die hatten jetzt offiziell erst ihr 2. Date. Die sind jetzt seit ein paar Tagen zusammen. Ich glaube nicht, dass das so eine gute Idee wäre, wenn die jetzt schon zusammenziehen würden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ja, Sandra, die Gabby ist jetzt offiziell eingezogen. Dein Patenkind, der Preston, hat seine Seelenverwandte zu sich eingeladen, die hier leidenschaftlichst jetzt ein bisschen rummachen. Ich finde es so süß beim Wicket. Ich finde es cool, dass das dazu gekommen ist. Und wir gucken jetzt mal gerade hier rein. Hattest du irgendwelche Affären? Den machen wir weg. Ich glaube, das lag daran, als wir in den anderen Spielstand umgezogen sind. Okay, sie wäre einerseits froh, schwanger zu sein. Sie fühlt sich zu Männern hingezogen und zu Frauen ist aber nicht... Okay, sie wäre hin und her gezwaggelt mit einer offenen Beziehung. Das können wir gleich direkt einmal umswitchen. Und zwar Open Love Life. Und zwar möchte sie nur exklusiv, heißt nur mit dem Preston zusammen sein. Und ich wollte gerade noch irgendwas machen. Genau, über Eifersucht und Treue entscheiden, immer treu zu sein. Unter Preston hatte ich das beim Presti schon gemacht. Du machst das auch bitte, dass ihr bitte treu seid. Und ich würde sagen, mit dem cuten Anblick, wie sie wahrscheinlich jetzt wieder... Ja,
Wuhu hier machen wollen. Ja, verabschiede ich mich von euch. Hoffe, euch hat die Folge soweit gefallen. Würde mich sehr über einen Kommi und ein Like von dir freuen. Falls du ganz neu bist, dann klick gerne den Abo-Button und dann kann ich dich ganz herzlich in der Community willkommen heißen und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und freue mich dann, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen bei Familie Winter. Ich weiß noch nicht, bei wem wir sind, aber wir lassen uns einfach mal überraschen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.